Lausche. Hallo liebe Erzählfreaks und willkommen zu diesem neuen Video. Ja, und zwar mal, wie es hier momentan aussieht. Alles, ja, wie gesagt, aufgeräumter. Hier ein großes Regal mit auch wahrscheinlich meinem ersten Modellauto. Ja, immer noch das Beste. Ja, und noch hier so allen möglichen anderen ferngesteuerten Kram und so, was hier noch alles so rumliegt. Und da wollte ich jetzt nochmal zeigen, was ich schon so alles ferngesteuertes habe. Und ja, fangen wir mal an. Erstmal hier von Lego Technik, der 4x4 Offroader. Den kennen wahrscheinlich einige schon aus dem Vorstellungsvideo. Ich werde darüber auch bald nochmal Videos machen, aber momentan ging es einfach alles noch nicht. Weil sehr wenig Zeit. Ja, hier der Elektro, der Mali Racing Desert Tragi 2. Der kürzeste Name der Welt. Ja, hier der Amiibi Leopard, deutlich kürzer. Der Nitro. Hier Tomi Made in Thailand. Erstmal ausprobieren. Boah, mit Gebrauchsanweisung noch. Hui. So. Wir gehen das Ding nach. So, das hat noch eine Kindersicherung hier hinten. Ist lustig. Hier den Schalter anmachen. Und das dann kann man hier vorne anschalten. Boah. Okay. Achso, ein Auto müsste man hier hinten anmachen. Mit oder ohne Ton? Ich glaube, wenn ich fragen würde, würden die meisten mit Ton sagen. Okay. Ich weiß nicht, ob es geklappt hat. Vielleicht ist er auch leer. Ja, es hat geklappt. Kann auch so lenken. Also muss man. Ich probiere es mal. Also man sieht, Lenkung funktioniert. Turbo und Vollgas. Naja, mehr oder weniger funktioniert's. Für die Eltern auf jeden Fall ein schöner Krachmacher. Deswegen auch den Modus ohne Ton. Okay, stellen wir das Ganze mal wieder jetzt zurück. So. Soll auch nicht zu lange gezogen werden alles. Okay, dann habe ich hier noch so ein Auto. Ja, so zum Aufziehen. Das ist jetzt kein richtiges ferngesteuertes Auto. Weiß auch nicht, wie das hier gelandet ist. Ja, und hier von Lego, eigentlich ganz lustig, sind schon älter, aber, nee, da steht hier nicht, aber ich finde, sind das auch ferngesteuerte Autos von Lego. Die gehen sogar ganz gut ab, also nicht schlecht auf jeden Fall. Ein bisschen spritzwassergeschützt sind sie auch. Also bitte nicht nachmachen, aber ich bin damit schon mal durch eine Pfütze gefahren, hat ausgehalten. Ja, hiervon noch ein zweites. Und dann von Playmobil eins, was gerade von den Reifen her natürlich super bestückt ist. Das Ding habe ich, weil da kann man, wenn man das aufmacht, so eine kleine Kamera reintun und sich dann hier so ein Display drauf machen. Hier ist extra so eine Halterung, die war dabei. Und dann hat man so live FPV, das fand ich ganz lustig. Ja, hier die beiden Helikopter. Komm, lass dich sehen. Ja, eine Dampfmaschine und sonst noch so allerlei Kram hier. Ja klar, hier der Slash, ist logisch. Hinten ein Siku-Traktor und hier Vectron Wave von Airhawks. Funktioniert bei mir nicht mehr, aber naja. Ja, und hier ein kleines Modellflugzeug. Ja, Hund, halt dein Maul. Ja, das ist jetzt erstmal, wie es hier aussieht. Hier auch mit neuem Teppich und der Stuhl hier nicht so drauf rumkratzt. Und ja, hier sind noch die Reifen für den Slash. Keine Angst, der Reifen ist schon gerade abgemacht. Und macht immer wieder Spaß. Ja, und das war es erstmal für dieses Video und bis nächsten Sonntag. Tschüss.